Hallo. Dank der Zirkus AG von Frau Heinecke nochmal einen großen Applaus für die Zirkusnummer der Klasse. Aber siehst du, dass sie schon gewartet haben? Ja, ja. Bei der ein. Ein bisschen ausgebremst. Ja, ja. Mal kommen jetzt auch alle rein. Jetzt gucken wir, ob wir Schmidt sehen. Ja? Die waren ziemlich in der Nacht mehr hinten. Ja, ja. Jetzt kommt der Engel. Herzlichen Applaus. Das ist der Start hier für Wittstock. Ja, und eins möchte ich aber nicht vergessen. Es war ein wunderschöner Empfang hier in Wittstock. Herzlichen Dank, liebe Wittstocker. Ja, danke. So, und jetzt ist der Bürgermeister himself. Die Rosenkönigin, die wird. Also, eine Rosenprinzessin, eine Rosenkönigin. Also, manche kriegen nicht genug, nicht schlecht. Herr Germann, Sie als Bürgermeister haben jetzt, Sie wissen es genau, 10 Minuten Zeit zu eröffnen. Alles, was drüber geht, gibt einen Punktabzug. Ich gucke auf die Uhr.
Und wünsche den Bogart und die Mitfahrer bei der Tour de Prignitz. Es soll die 18. sein. 10 davon sind an Wittstock vorbeigegangen und ich freue mich ganz besonders, dass unser Festplatz heute so gefüllt ist. Dass du die erste Etappe deine Mitradler sozusagen nach Wittstock geführt hast und das ohne Vorkommnisse und dass sie alle heil und gesund hier. Begrüßen Sie mir recht herzlich Herrn Baske. Ich werde ihm beim Treppe hochkommen den Rücken zuwenden und Sie werden sehen, warum. Wo sonst auch hin? Ja, Herr Baske rief ihm kurz nach Beelitz. In Beelitz soll man Spargel kaufen und in Wittstock die Landesgartenschau genießen. Das ist die Botschaft, Herr Baske. Und vielen lieben Dank auch hier zur offiziellen Eröffnung. Ich mache jetzt mal den Rausschmeißer von der Bühne. Mal gucken, ob ich es schaffe, denn wir müssen ein bisschen losmachen. Wir haben ja noch Punkte zu erklären. Der aktuelle Punktestand.